So, Hallöchen, Popöchen, liebe Zuschauer. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Teil, einer weiteren Aufnahme von Pony Fantasy 6. Mein Name ist Don3110, aka The Brony Games. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Video. Ich möchte mich jetzt mal aufrichtigst entschuldigen dafür, dass es so lange gedauert hat mit den Parts. Doch es gab leider einige Probleme bezüglich der Aufnahme. Dann noch ein anderes Let's Play-Projekt mit Negimap, was sich da einfach immer dazwischen geschoben hat und ich da leider nicht die Zeit gefunden habe, weiterzumachen. Soll sich ab jetzt ändern. Jetzt geht's wieder weiter mit den lustigen Ponys. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal wieder direkt ins Spiel. Im letzten Part haben wir direkt hier bei diesem Haus in der ersten Stadt abgespeichert und dann setzen wir das Spielchen doch hier mal fort. Nochmal kurz zur Erinnerung, unsere Gruppe besteht hier aus Applebloom und Twily, den Hauptcharakter dieser Story. Und zack, kommt auch schon wieder der erste Kampf. Wir erinnern uns, die Kämpfe rundenbasiert, ganz normal. Und da gibt es wieder 12 Erfahrungspunkte und 45 Bits. Und da watschen wir dann einfach mal weiter. Und zack, im Wald warten schon die nächsten Gegner auf uns. Oh, ein Adler. Den machen wir doch gleich mal als erstes kaputt. Und zack, und zack. Zwei hinüber. Und der letzte kommt jetzt. Und tschüss. Damit wäre das auch wieder geschafft. Ein weiterer Kampf. Nochmal EXP, nochmal Geld. Und weiter geht's mit dem Gewatschel. Watschel, 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 watschel. Und da geht's in eine Wüste. Da würde ich doch sagen, gehen wir gleich mal rein. Und gleich dann direkt natürlich in die Burg. Eigentlich sollte das dann doch Canterlot sein, oder? Ich bin gespannt, was wir hier vor uns haben. Sandrochen. Auch interessante Gegner. Naja, hauen wir mal drauf. Und zack, weg. So, und dann ist Twy auch schon ein Level aufgestiegen. Yay. Canterlot Castle. Wait. Hey, oh, du bist's. Geh rein. Das tun wir dann mal auch. Und rein geht's in die Burg. Auf nach Canterlot. Irgendwie habe ich mir das größer vorgestellt. Na gut. Wir gehen hier rein und auf uns wartet... Na, Trommelwirbel... Prinzessin Celestia! Wer hätte es gedacht? Ist sie wirklich diejenige? Entschuldigen Sie? Oh, tut mir leid. Erlaube mir, mich vorzustellen. Die geliebte Prinzessin von Canterlot Castle. Und sie hat eine hypnotisierende Aura, der nur wenige Ponys widerstehen können. Und natürlich ist die Rede von Tia. Ich bin Celestia, Prinzessin von Canterlot. Überrascht es jemand, wie ich die Prinzessin kennt? Wir sehen uns dann später. So, also du bist ein Einhorn, ha? Huh? Hier in Canterlot wirst du sicher warm willkommen geheißen werden. Bitte, entspanne dich, während du hier bist. Als Prinzessin ist es meine Aufgabe, mich um alle meine Bürger zu kümmern. Kann ich fragen, warum sie mir helfen? Ist es wegen meiner
Fähigkeiten? Twilight Sparkle, ich sehe großes magisches Potenzial in dir. Aber du musst deine Macht durch deine Macht festigen, indem du hart studierst. Bleibe doch hier im Schloss und besuch mal die Bücherei. Potenzial? Ich? Die Jahre vergehen so schnell. Das ist alles zu viel. So, und dann haben wir auch schon wieder die Steuerungsgewalt über Twilight und werden diese dann auch nutzen, indem wir einfach mal hier mal uns im Schloss umschauen. Gehen wir mal hier die Treppe hoch. Eine Truhe. Phoenix Down. Eine Phönixfeder, die uns wiederbelebt im Kampf. Und tada, stehen wir auf dem Dach. Da gibt es nicht wirklich was. Also hier durch die Tür mal. So, und natürlich. So, Red Delicious, Antidote. Big Macintosh ist natürlich der Shopbesitzer. Na, wer hätte es vermutet? Also weiter im Text. Hier lang und noch ein Big Mac. Sarsaparilla, Antidote, Soft, Echo Screen, Phoenix Down, Sleeping Bag und Tense. Hier gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Wir werden uns nachher mal die Items und ihre Wirkungen mal genauer ansehen. Bei entsprechender Gelegenheit, aber im Moment erkunden wir ja noch ein bisschen das Schloss und suchen am besten die Bücherei. Brauchen wir eine Pause? Nein. Wir legen uns jetzt nicht schlafen, ne? Oh, jetzt mal hier runter. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Ah, okay. Zu den Chocobo-Ponys. Und jetzt mal durch die rechte Tür. Bücher? Sieht mir ganz nach einer Bücherei aus. Gelehrte der Welt. Gelehrte aus aller Welt erforschen hier und bilden sich weiter in Bereichen der Magie. Vor langer Zeit wurde Magie für Sachen benutzt, die weit über Dinge hinausgehen, wie Dinge zu bewegen und Licht zu machen. Einhörner, welche diese große Macht kannten, wurden die Einhornritter genannt. Ja, jetzt wissen wir schon mal mehr. Und gehen hier gleich die Treppe runter. Und schauen mal hier rein. Hoppala. So. Waffen und Items, die hier hergestellt wurden, werden nach Canterlot City gesandt. Interessant zu wissen, da? So, jetzt gibt's eine Geschichtsstunde über Canterlot, meine lieben Freunde. Also schauen wir mal weiter. Gehen hier lang, wieder das Treppchen hoch. Okay, Nick, nothing to do here.
Gehen wir mal hier das Treppchen runter. Hier unten ist der Motorraum. Motorraum klingt irgendwie doof. Von Canterlot Castle. Das ist gefährlich. Okay, Tavi, wenn du das sagst, nehmen wir halt die andere Treppe. Wo natürlich das Gefängnis ist. Diese Diebe haben alles terrorisiert. Warum läuft Twilight eigentlich auf zwei Hufen? Das sieht irgendwie ein bisschen strange aus. Hoppala, raus wollte ich jetzt nicht. Ja, wie gesagt, das Schloss ist nicht so groß, wie ihr wahrscheinlich jetzt gehofft habt, liebe Zuschauer. Also, laufen wir einfach mal noch ein bisschen weiter rum. Ich weiß, wie stupide das jetzt ist, aber sorry. Na gut, ich würde mal sagen, wir legen uns mal spaßeshalber hin und gucken, was passiert. Brim. Prinzessin Celestia hat eine seltsame Faszination mit den verbotenen Magien. Kein Wunder, dass sie sich so gut mit dem Imperium auskommt. Die Prinzessin scheint eine Menge mehr über die Magie zu wissen, als sie sich anmerken lässt. Ich habe gehört, sie hat ein spezielles Interesse an dir. Ich habe eine böse Vorahnung, in welche Richtung das gehen könnte, und das gefällt mir nicht. So, jetzt gehen wir mal hier rein und schauen mal. Die Flügel der Prinzessin sind so hübsch. Celestia hatte eine jüngere Schwester. Sie war sehr traditionell und streng. Nicht wie Celestia. Schwesterherz, warum ist Vater krank geworden? Warum spricht jeder von einer Beerdigung? Schwesterherz, die Zeit wartet auf niemanden. Was zum Teufel ist mit euch los? Schwester. Tränen? Celestias jüngere Schwester, welche Canterlot verlassen hat,
um ein Leben voller Disziplin zu verfolgen. Und natürlich, wir reden von Luna. Ja, ihr Name ist Luna. Und sie sah so aus wie ihr Vater.